Moin, liebe Märchenfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Mein Name ist natürlich immer noch Kenny und wir haben jetzt gar nicht lange Zeit, jetzt hier noch groß rumzusabbeln. Wir müssen nämlich los. Wenn wir los, bist du bereit? Natürlich bin ich. Gut, folge mir, halt den Mund und tu genau das, was ich dir sage. Ich weiß nicht, was Herr Ratzig in dir sieht und es ist mir einerlei. Wenn du mit mir reitest, erwarte ich Gehorsam. Wohl, Herr. Wieder besseres Wissen haben sie sich entschieden, dir ein Pferd zu geben. Der Apfelschimmel neben meinem Hengst gehört dir. Kümmere dich gut um ihn. In den Sattel mit dir und folge uns. Na dann, Abfahrt. Ich wäre soweit. Gut, Männer, aufsatteln. Oh, was auch immer er erzählt. Wir reiten schon mal raus hier. Okay, wir haben endlich unser erstes eigenes Pferd. Ah, jetzt kommen sie auch alle. Haben sie es geschafft. Wir haben endlich unser erstes eigenes Pferd. Total toll. Ich freue mich. Ich habe jetzt tatsächlich auch einen Perk-Punkt, so einen Fähigkeiten-Punkt in die Eigenschaft Packesel gepackt. Dass wir jetzt auch ein bisschen mehr tragen können. Das finde ich tatsächlich ganz nützlich. Dann muss man nicht immer so schnell die Taschen leeren und wieder auspacken und umdisponieren und hast du nicht gesehen. Also deswegen denke ich, war das eine ganz gute Entscheidung. Den Rest lasse ich jetzt erstmal noch offen, weil ich noch nicht so wirklich weiß, in welche Richtung wir Heinrich skillen wollen. Aber ja, das wäre vielleicht mal ein Thema für ein eigenes Video. Mal gucken. Wir könnten nämlich im Schwertkampf auch schon wieder was machen, aber werden wir sehen. Erstmal reiten wir jetzt nach Neuhof. Und dann werden wir sehen, was da auf uns zukommt. Wo ist dein Herr? In der Koppel. Oha, das sieht nach einem Kampf aus. Großer Gott. Welche Bestien könnten so etwas tun? Ach, Herr. Um Himmels Willen. Was ist dir geschehen? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall nieder. Mein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes einzelne. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen.
Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein. Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft. Und selbst wenn, was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pocken sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, wenn's denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Oha, oha, oha. Ja, okay. Zieh dich in der Gegend um, befrage die Überlebenden, finde heraus, wo die Angreifer verschwunden sind. Okay. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz auf die Map. Und das hier mal ein bisschen dichter ran und dann gucken wir mal. B ist befrage die Überlebenden, okay. Und A ist, sieh dich in der Gegend um. Ich glaube, ich würde tatsächlich erstmal mit sich in der Gegend umsehen anfangen. Ehrlich bin. Inspizieren, E. So viel Blut. Es führt zum Teich. Wie kann man nur so grausam sein? Bevor ich mit den Leuten rede oder nahmeres Parallel. Den da hat's von hinten erwischt. Drüben beim Hauptstall sind noch mehr. Okay, gehen wir hier in die Richtung. Schauen uns das hier mal an. Sieht auch einer. Armer Kerl. Er muss hierher gekrochen sein. Wenn sie es auf die Pferde abgesehen hatten, müssten beim Hauptstall mehr sein. Eieiei, voll das Massaker hier. Okay, ziehen wir weiter um. Lackloch, glaube ich, auch ein Pferd. Die setzen wollte ich mich jetzt nicht. Pferd hat es auch hinter sich. Okay. Hier haben sie wohl, das ist der abgebrannte Stall. Okay. Ah. Okay, sind wir jetzt hier schon bei B angekommen? Ja, sind wir schon. Bei A? Ja, seh dich in der Gegend um. Okay. Du ahnst nicht. Wie kann man nur so grausam sein? Quatsch mal mit den Leuten hier. Okay. Diese sinnlose Brutalität. Arme, unschuldige Kreatur. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Okay, man kann mit denen auch nicht wirklich reden hier. Schauen wir uns hier erstmal um. Ah, Mark. Mit Mark können wir quatschen. Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ach komm, hier, ich werde mich um diese Bastarde kümmern. Das ist noch höher, leveliger bei uns gerade. Du brauchst keine Angst zu haben. Mit deiner Hilfe finde ich diese Bastarde. Und dann werden sie bezahlen. Sie haben es verdient. Was willst du wissen? Ah, sehr gut. Was ist hier geschehen? Was ist hier eigentlich geschehen? Die haben die Tiere getötet und... Warum haben sie sie getötet? Wie hat es angefangen? Fangen wir mal von vorne an. Denk genau nach. Wie hat es angefangen? Wir haben die Tiere gehört. Ihre Schreie. Dann Smil. Er hat geschrien. Und sie haben ihn getötet. Tiere starben zuerst? Bist du sicher, dass es zuerst die Tiere waren und dann Smil? Und nicht andersrum? Ich bin sicher. Sowas habe ich noch nie gehört. Und ich werde es nie vergessen. Okay, und was dann? Was geschah dann? Wir sind rausgerannt. Es war ein Durcheinander. Die Tiere sind verreckt, die Ställe haben gebrannt und überall diese Dämonen. Die Ställe brannten von Anfang an? Die Ställe brannten bereits? Geschah das nicht, nachdem sie das Weite gesucht hatten? Nein, die müssen sie gleich angezündet haben.
Dämonen? Was, Dämonen, sagst du? Ach, nur Abschaum. Wertloser Abschaum. Wie viele waren es? Nicht viele. Es sind bloß ein paar auf uns los, aber hinten waren mehr. Haben sich gegenseitig angebrüllt. Hinten? Wo? Hinten? Wo? Beim Wald, Richtung Norden. Haben versucht wegzukommen. Ah, okay. Warum brüllten sie so? Brüllten sie wegen des ganzen Lärms? Nein, irgendwas war passiert. Haben gestritten. Okay, ein paar sind geflohen und der Rest hat gekämpft? Ein paar haben also das Weite gesucht und der Rest hat gekämpft? Genau. Dann sind mehr von uns raus und haben zurückgeschlagen. Also sind die anderen auch geflohen. Wohin sind sie geflohen? Wohin? Wohin sind sie geflohen? Gen Norden, in den Wald. Okay. Da war ein großer, schwarz gekleideter Kerl unter ihnen? War unter ihnen ein haushoher Kerl, ganz in schwarz? Dieser Halsabschneider, dieser Deivel, nie wieder will ich den sehen. Also war er hier, blutrünstiges Scheusal. Haben sie etwas gestohlen? Haben sie etwas gestohlen? Nein. Das wäre alles. Mehr muss ich nicht wissen. Okay. Das hat uns jetzt ja schon mal weitergebracht. Da sollen wir was untersuchen. Okay, gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um, aber ich glaube, viel können wir hier nicht mehr feststellen. Wie kann man nur so grausam sein? Diese sinnlose Brutalität. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Rotschopf. Was? Wer ist da? Ruhig. Ich möchte nur fragen. Ich weiß nichts. Na. Bist du verletzt? Ganz und gar nicht. Hab keinen Kratzer. Was ist hier wirklich passiert? Weiß nicht. Irgendwer hat angegriffen. Weiß nicht wer. Hast du mitbekommen? Nein. Hab gar nichts gesehen. Okay. Der war ja mal so sinnvoll wie der Pimmel vom Papst, der Typ. Wollen wir gleich zur C rübergehen? Ich glaube, ich gehe da gleich noch rüber. Gucken, ob wir da noch was feststellen können. Zack, rüber hier. Gucken. Ob wir hier irgendwo was finden können. Ist Blut. Sie ging tiefer hinein. Ganz bestimmt. Oha, hier wird sogar schon gespeichert. Sollte ich jetzt schon einfach reingehen? Doch bestimmt nicht so schlau, alleine da reinzugehen, oder? Sie ging tiefer hinein. Ganz bestimmt. Oha, oha, oha. Irgendjemanden labern. Wir gehen zurück ins Lager. Meine Gebete waren... Oh! 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 Gleich den ersten hier ein Chaos gemacht. Zack. So. Vielleicht mal gucken, ob der was dabei hat. Ah, Groschen. Immer gern gesehen. Munitionskelch. Oh. Okay, den Rest erstmal lassen. So, was ist mit dir? Kann ich dir jetzt ein paar Fragen stellen? Ja. Ah, ich verreck hier. Verflucht. Ah, keiner kann mir mit einer Klinge das Wasser. Und dann bringt mich ein verfluchter Bauer um. Dolch,
voller Pferdescheiße. Okay. Blutiger Hufkratzer, der ist wohl wichtig, den nehmen wir mal mit. Ein Hufkratzer. Jemand in Neuhof muss mehr darüber wissen. Was sagen? Das dünkt mir auch so. Okay. So, wieder zurück. Das machen wir auch sofort. Mal kurz hier diese... Genau. Ich kann nur die vernieten Armschienen oder Plattenbogenkacheln, wie auch immer. Die machen 13 Schutz und die nur 4. Dann natürlich die vernieten Armschienen. Dann packe ich die doch in die Satteltasche. Aber ich habe endlich Satteltaschen, dass ich da auch so den Kram, den ich gerade nicht anhab, den da einfach mal wegpacken kann. Das ist natürlich auch richtig gut. Theoretisch könnte ich die Jungs dann ja beide hier völlig nackig machen, ne? Den Kram erhökern. Wollen die eine Waffe oder irgendwas mit? Streckenpfeil? Pfeil kann ich immer gebrauchen. Andere nicht noch eine Waffe hier? Die wir hier niedergeknüppelt haben? Zerpfeil? Der hat auch hier auch irgendwo ein Schwert am Wickel. Körper aufheben. Muss ich den erst zur Seite schmeißen? Die fallen lassen? Zack. Bürgerschwert. Das sieht doch mal gut aus. Gucken wir mal, hier Waffen. Bürgerschwert. Oh, das ist auch einiges wert. Das ist doch gut. Sehr schön. Das packen wir auch direkt wieder zurück. Okay, und dann wollen wir mal wieder zurück und dann mal schauen. Hufkratzer. Irgendjemand hat den einen da also mit dem Hufkratzer um die Ecke gebracht. Wollen wir doch mal schauen. Wenn ich noch rauskriegen kann, wer das war. Oh, dann bin ich so geklappt. Jetzt. Einweil. Sammeln wir auch mal zwischendurch hier. Zack. Ich sag richtig viel von. Meine Güte. Ist auch nicht so oft das Zeug. Deswegen habe ich das einfach mal mitgenommen. So, mit dem Hufkratzer. Was sagt die Map? In dem Besitzer des Hufkratzers in Neuhof. Dann frage ich doch den Rotschopf zuerst wieder. Der ist natürlich weg jetzt. Eben war er noch hier. Wo ist er? Was knacken leicht? Sieht mich ja keiner bei. Tü-tü-lü-tü-tü. Zack. Was ist hier? Schon Leder. Das packen wir gleich alles in unsere Satteltaschen. Sonstiges wahrscheinlich. Die Satteltasche. In die Satteltasche. Ah, siehst du. Silberkelch, Kommunionskelch. Boah, wenn wir das alles verhökern, das gibt auch wieder ordentlich Kohle. Das ist fein. Okay, wo ist dieser Rotschopf hin? Mal gucken. Vielleicht weiß der Mark ja irgendwas. Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Er hat ständig damit angegeben. Warum fragst du? Such mir einen Reim darauf zu machen. Ich fand ihn bei einem der Banditen im Wald. Aber er... Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte langsam. Du glaubst, Rotschopf war für den Überfall verantwortlich? Er floh. Kapierst du's nicht? Hat sich merkwürdig benommen und floh. Warum sollte er das sonst tun? Das klingt ziemlich seltsam. Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte? Keine Ahnung. Frag Jakob. Okay, fragen wir Jakob, wer auch immer das ist. Schauen. Jakob, okay, wir müssen wieder zurück zum Haupthaus. Na denn, flinke Füße und zurück. Neue Hauptstufe erreicht. Oh, wie haben wir das denn geschafft? Durchlaufen oder was? Oder
So wahrscheinlich, ja, Kupfer. Ja. Noch ein nutzloser Waffenknecht, der Fragen stellt? Letzte Nacht hättet ihr hier sein müssen, verflucht. Zeig mir deinen Arm. Zeig mir deinen Arm. Uff, oh je. Das sieht aber nicht gut aus. Mehr hast du dazu nicht zu sagen, du nutzloser Dreckslump? Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Kannst du mir helfen? Dir helfen? Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Versprochen. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur... Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Möge Gott über dich wachen. Ja, danke für nix. Oh Mann. Mal gucken, was sagt denn die Map? Da unten müssen wir hin. Frag die Köhler im Süden. Ist ja eine direkte Straßenverbindung. Was ist denn hier? Okay. Möge die Jagd beginnen. Okay, ja. Dann herauf aufs Pferd. Rotschopf in der Klemme. Ja, mich würde mal interessieren, was der zu erzählen hat. Aufsitzen. Zack. Sei mit dir. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde. Aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köhler. Versuch's bei denen. Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten? Nein, aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Oha. Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschitze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folgt dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Okay. Gut. Ich werde mich anderswo umhören. Alles Gute. Okay, okay. Mal gucken, was die Map jetzt sagt. Die Map überhaupt was sagt. Oh Gott. Da oben. Die Richtung. Komplett zurück. Ja, machen wir. Aber dafür steigen wir jetzt aufs Pferd auf. Wir machen jetzt hier einfach mal die Schnellreise. Das geht ja auch zu Pferde. Zumindest schon mal nach Neuhof.
sollten wir hier schon am Platz angekommen sein. Hier irgendwo könnte er sein. Wollen wir nochmal schauen. Das sieht doch hier auch schon nach Köhler aus. Wollen wir doch mal sehen. Hier auch irgendwas wie ein Bauarbeiter finden oder so. Mal schauen, ob wir was rauskriegen können hier. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Oh. Weißt du, wo ich Rotschopf finde? Wen? Den Stallburschen aus Neuhof. Ich habe gehört, er ist mit ein paar Köhlern befreundet. Ah, ich weiß, wen du meinst. Er ging erst kürzlich zu den Thalmberger Köhlern. Folge einfach dem Bach Richtung Westen. Gott behüte dich. Bach Richtung Westen? Westen ist in diese Richtung, also links rum. Na gut, dann machen wir das. Muss den ja auch immer ein bisschen trauen, ne? Könnten mich natürlich auch alle voll veräppeln, ne? Dabei versteckt er sich hier irgendwo. Aber gut, was habe ich für eine andere Wahl, ne? Komme ich hier irgendwo durch? Ich muss wieder ein Stück die Straße hoch. Also, Pferd wenden. Aus. Mal schauen, ob wir hier was rauskriegen können. Wortführer der Köhler, das sieht doch gut aus. Beste Grüße. Moin. Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Und warum suchst du ihn nicht beim Gestüt? Er war dort, aber jetzt soll er sich bei irgendwelchen Köhlern verkrochen haben. Und wo hast du das her? Egal, jedenfalls haben wir hier keinen Rotschopf. Versuch's woanders. Aber man hat mich bereits hierher geschickt. Ich war bereits in den anderen Lagern und dort sagte man mir, dass er hier ist. Woher wollen die das wissen? Die wollten dich nur loswerden. Wohl kaum. Sie sahen, dass ich helfen möchte. Helfen? Und wie bitteschön? Der Junge wurde Zeuge eines Blutbads und hat vielleicht einen der Angreifer getötet. Gewiss suchen sie bereits nach ihm. Ich habe hierher gefunden und sie werden es auch. Und wenn sie hier auftauchen, fragen sie sicher nicht so freundlich wie ich. Nun ja. Sie waren schon hier. Und in der Tat nicht gerade freundlich. Ich muss meine Männer beschützen, aber ich fürchte, das kann ich nicht, falls die zwei Kerle zurückkommen. Nun denn, was schlägst du vor? Wir machen es auf meine Weise. Du wirst diese beiden mordenden Hunde los und ich sag dir, was ich weiß. Oh Gott, sie sind bereits tot. Töte die Banditen. Na gut. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich muss zuerst mit Rotschopf sprechen. Für so etwas habe ich jetzt keine Zeit. Du wirst gar nicht mit ihm sprechen, wenn sie ihn vorher kalt machen. Willst du etwa diese Art von Gerechtigkeit? Aber ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Ständig krauchen sie hier irgendwo herum. Ihr Versteck muss in der Nähe sein. Sie sind vom Osten gekommen, über die Brücke. Haben dann den starken Mann markiert und sind auf demselben Weg zurück. Ich kenne in der Richtung nur einen Ort. Und der wäre? Es gab da ein Lager zwischen hier und den Köhlern im Osten. Dort sind sie wahrscheinlich. Wir führen dich hin. Oh Gott, na gut. Einverstanden. Ich suche sie. Die Worte eines wahren Mannes. Komm wieder, wenn du sie erledigt hast. Dann reden wir. Gehab dich wohl. Okay, wer bist du? Gott sei mit dir. Du weißt etwas über Rotschopf? Kann schon sein. Und wenn du ein bisschen Silber mit mir teilst, teile ich mit dir vielleicht mein Wissen. Kommt darauf an. Was willst du im Gegenzug? Ein bisschen Silber kann nie schaden. Die Geschichte mit den 30 Silberlingen nahm kein gutes Ende. Dann gib mir eben mehr als 30. Versuch mich zu überzeugen. Ich biete ihm jetzt einfach mal 27 an. Ist das genug? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Boah, also nicht mal halb erzürnt. Dann machen wir nochmal. Nicht schlecht. Sehr gut. Spitz die Ohren. Rotschopf hat zwei Kumpanen. Zwillinge, die ihn versteckt halten und sich um ihn kümmern. Jeden Tag gehen sie zu ihm und bringen ihm Essen. Wohin bringen sie das Essen? Weiß nicht.
bin ihnen nicht gefolgt. Warum auch? Okay. Danke, das war hilfreich. Möge Gott über dich wachen. Das wäre halt auch eine Variante, wie man es machen könnte, ne? Dass man den Zwilling folgt und dann da was zu futtern abgreift. Nein, gar nicht, dass man denen einfach nur folgt. Oder man versucht halt diese beiden Banditen zu finden, denen den Chaos zu machen. Ich glaube, ich würde erstmal versuchen, die Banditen zu finden. Weil wenn die da jetzt jeden Morgen loseiern, um ihnen da was zu essen zu bringen, ne? Dann müsste man jetzt ja noch wieder warten. Es geht nämlich gerade den Abend zu. So, irgendwo, ach, da vorne erst. Ich würde den Weg hier nämlich rechts reinreiten und dann mal hier hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass die da irgendwo sind. Deswegen wollen wir mal schauen, ob wir da denn fündig werden können. Ist hier der Weg? Nee, auch noch nicht. Kommt denn der? Aber gleich. Mit dieser Biegung müsste der Weg kommen. Rein in den Wald. Ja, der kleine Trampelpfad ist das. Okay, wollen wir mal schauen. Wollen wir doch mal schauen. Ein bisschen langsamer machen. Müssen uns jetzt ja noch nicht gleich hören. Also, wenn die überhaupt hier sind, ich weiß es ja nicht, aber würde ich jetzt vermuten, würde ja fast Sinn machen. Wenn hier so ein altes Lager irgendwo sein soll. Da ist das Lager. Okay, dann würde ich das Pferd hier einmal abstellen. Ich höre auch jemanden sabbeln. Schleichen wir uns mal an, mal gucken. Dann suchen wir ihn eben. Ja. Grüß dich, mein Guter. Darf ich dir eine Frage stellen? Frag. Und danach frage ich dich etwas. Ach ja? Nun gut. Wir suchen nach Rotschopf, einem Stallburschen von einem Gestüt in der Nähe. Ach, hast du ihn gesehen? Genau die richtigen gefunden. Kann euch nicht helfen. Kenne ich nicht. Ich komme nicht mal aus diesem Teil des Landes. Ein Jammer. Wir machen uns Sorgen um ihn. Können ihn aber nirgends finden. Ich kenne ihn wirklich nicht. Aber an eurer Stelle würde ich die Köhler fragen. Oh, gewiss. Danke für den Ratschlag. Richtiger Waffenknecht. Okay, quatschen kann ich mit denen nicht mehr. Jetzt ist die Frage. Warte ich bis abends? Und bis die schlafen und hau die dann einfach um? Bring die dann um? Fertig? Könnte ich das so machen? Ich glaube, ich probiere es mal aus. Mal gucken. Vielleicht packen die sich ja hin. Mal abwarten. Das klappt, dass man sich dann anschleicht und dann macht man den Kopf kürzer. Das wäre vielleicht das Einfachste, dann geht man einen Kampf aus dem Weg. Okay, es ist stockduster. Das war eine scheiß Idee. Eieiei, aber schlafen tun die auch noch nicht. Machen wir nochmal 2 Stunden weiter. Es ist zumindest Ruhe, das ist schon mal gut. Ich wollte nur mal was zu futtern, weil ich einen tierischen Hunger habe, aber ich habe nichts. Okay, dann müssen wir damit leben. Und dann probiere ich jetzt einfach mal... Ich habe noch nicht mal die Panzerhandschuhe an hier. Aber meine ganzen Sachen, die klappern könnten, ziehe ich jetzt mal aus, damit ich so wenig Geräusche wie irgend möglich mache. Und dann versuche ich mich anzuschleichen. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, das ist schön, Heinrich, aber das können wir jetzt nicht ändern. Habe ich eine Fackel mit, rein zufällig? Natürlich nicht. Oh Gott. Okay, das bringt so nichts. Ich sehe wirklich gar nichts. Ich spule nochmal vor bis in die frühen Morgenstunden. Vielleicht habe ich ja Glück, dass die dann noch liegen. Dass ich ein bisschen was sehen kann. Ich sehe immer noch nichts. Nochmal. Stunde warten vielleicht. Nur eine Stunde.
dass ich ein bisschen was sehen kann. Ah ja, jetzt sieht man schon was. Mal schauen. Wo bin ich denn jetzt hier gerade? Völlig falschen Dampfer. Die Richtung muss ich gucken. Diese alle beide. Umhauen. Hat man einen schon mal umgehauen? So. Ah, siehst du? Der kommt dann schon gleich. So. Siehst du, hat auch gepasst. Und den anderen machen wir auch gleich hinter aus. Zack, Ende im Gelände. Hat funktioniert, mein teuflischer Plan. Haha. Sehr schön. Gucken, ob wir noch irgendwas dabei hatten. Groschen nehme ich gerne. Ringblumenaufguss nehme ich auch. Silberring nehme ich auch. Eine Fackel wäre jetzt ja wahrscheinlich auch nicht so verkehrt, mal eine dabei zu haben. Groschen. Kleines Rüstungsset. Oh, sowas ist auch mal gut. Ringelblumenaufguss, Silberring nehme ich auch. Danke. Dafür. Ist hier keine Kiste zum Aufmachen? Doch, Schloss knacken leicht, das machen wir auch noch mit. Regelt. Gucken, öffnen. Aber... so wirklich was Dolles ist hier auch nicht drin. Nö, dann belassen wir es dabei. Okay, haben die was zu futtern hier? Ja, perfekt. Die hatten sogar was zu futtern im Topf. Das passte ja auch wie die Faust aufs Auge. Und dann ziehen wir jetzt mal wieder unseren ganzen Kram hier an. Dass wir nicht mehr aussehen wie der letzte Lude. Sondern ein bisschen was hermachen. Sehr schön. Und jetzt nur noch mit dem Pferd los wieder. Zack. Dann haben wir uns darum nämlich auch gekümmert. Das hat ja einwandfrei funktioniert. Schön des Nachts mit Trick 17 angeschlichen und den Chaos gemacht. Perfekt. Wie für ein Länderspiel. Natürlich hätte man jetzt auch den pazifistischen Weg gehen können, ne? Und einfach dann den Zwilling folgen und so. Aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich das jetzt angemessener. So ein bisschen... Rache, wenn die dann da auch einen Neuhof gewütet haben, die Spackos, dann kann man den auch ruhig mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir jetzt Rotschopf endlich mal an Wickel kriegen hier. Wer bist du? Wortführer der Köhler, den brauche ich. Ja, komm mal raus da aus deinem Kabuff. Guten Tag. Guten Tag. Habe sie erledigt. Ich habe die zwei Halsabschneider erledigt. Siehst nicht aus, als hättest du dich geschlagen. Wenn du mir nicht glaubst, sieh doch selbst nach. Ist gut, ist gut. Die Hauptsache ist, dass sie erledigt sind. Sie sind tot. Also, was wolltest du mir sagen? Rotschopf war hier, aber die Jungs haben ihn irgendwo versteckt. Ist jetzt wohl nicht mehr nötig, oder? Er ist nicht mehr in Gefahr. Und wir auch nicht. Stimmt. Ihr seid jetzt sicher. Nun gut. Er hält sich in der Nähe versteckt. Ein Stück entlang der Straße nach Uschitzit zweigt rechts ein Weg zu einer Quelle ab. Von dort aus führt ein überwucherter Pfad zu einer Hütte. Endlich eine nützliche Information. Hab Dank, Köhler. Mach's gut. Finally. Okay. Dann schauen wir mal auf die Map. Da. Also, reiten wir jetzt erstmal hier dran vorbei. Dann rechts. Ah, aus meinem Weg. Das sieht mir doch wie eine Hütte aus. Quest entdeckt Lager. Da wollen wir noch mal gucken. Oh, Heinrich ist auch müde. Muss bald mal wieder pennen. Ah, das kriegen wir aber auch hin. Rotschopf. Herrgott, war das eine mühsame Suche. Was willst du von mir? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wieso bist du geflohen? Wo sind deine Spießgesellen und warum hast du den Banditen getötet? Was? Gut, eins nach dem anderen. Wieso hattest du es so eilig zu fliehen? Weil ich dachte, dass sie zurückkommen und mich töten. Wer? Na, diese Banditen natürlich. Um sich für die Ermordung ihres Freundes zu rächen?
Ermordung? Ich habe keinen getötet. Gott ist mein Zeuge. Ich suche deine Spießgesellen. Wo sind sie? Die Köhler? Die sind drüben beim... Nicht die verfluchten Köhler. Ich meine deine Räuberfreunde. Das sind nicht meine Freunde. Die hätten mich fast getötet. Hab einen erkannt und dachte, sie kommen zurück und... Erkannt? Wen? Rede! Ich kenne seinen Namen nicht. Weiß nur, dass er aus Uschitze ist und hinkt. Okay, erzähl mir von dem Hinken dann. Was kannst du mir über ihn sagen? Woher kennst du ihn? Hab ihn in der Uschitzer Schenke gesehen, beim Würfeln und Saufen. Und? Ich weiß, dass er in einem Haus am Dorfrand wohnt. Das ist alles. Hab nie mit ihm geredet. Warum hast du den Banditen getötet? Warum hast du den Banditen getötet? Welchen Banditen? Ich hab niemanden getötet. Das gehört dir, oder? Hab ich beim Gestüt aus einem toten Banditen gezogen. Ist mein Hufkratzer, aber erstochen habe ich keinen. Dieser Kerl nahm ihn mir weg. Welcher Kerl? Weiß nicht, wie er heißt, aber er ist aus Uschitze und humpelt. Ein Hinkender aus Uschitze. Das ist nicht viel, aber es wird wohl reichen. Mehr weiß ich nicht. Hab nie mit ihm geredet. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Ich lasse dich in Frieden. Warte, was ist mit mir? Würdest du mir helfen? Vielleicht. Worum geht es? Ich möchte zum Gestüt zurück, aber die Halsabschneider, die mich töten wollen, sind noch irgendwo. Hilfst du mir? Ich bin ihnen begegnet und habe sie aus dem Weg geräumt. Wirklich? Das ist toll, aber... Was? Ich habe Angst, zum Gestüt zurückzukehren. Immerhin bin ich weggelaufen und Gott weiß, was sie davon halten. Ob sie hier wieder mit mir reden? Ich könnte sie fragen. Sie fragen, wenn es dir wichtig ist. Das würdest du tun? Ihren Respekt hast du bestimmt. Immerhin hast du die Schurken erledigt. Na toll. Müssen wir für den nur noch Kindermädchen spielen? Naja. Früh übt sich, was ein Ritter werden will, ne? Oder wie war das? Aber mal schauen jetzt hier. Genau, wir müssen ja eh nach Neuhof zurück. Das können wir jetzt ja Gott sei Dank über die Schnellreisefunktion machen. Bewaffneter Mann, ignorieren. Gott sei Dank. Konnten wir ignorieren. Kein Bock jetzt auf so einen Blödsinn unterwegs. So. Müssen wir noch Hauptmann Bernhard Bericht erstatten. Dann können wir bei der Gelegenheit auch gleich nachfragen, ob Rotschopf zurückkehren darf. Mal schauen. Das müssen wir bei der Herrin dann nachfragen. Na komm, das machen wir mal zuerst. Guten Morgen. Guten Morgen. Würdest du Rotschopf wieder aufnehmen? Ich habe Rotschopf gefunden. Er bat mich zu fragen, ob du ihn wieder aufnimmst. Und warum sollte ich? Er könnte schuld am Tod meines Mannes sein. Was? Weshalb sollte er sonst geflohen sein? Die Männer sagten, er war nicht im Bett. Er hatte sicher kein reines Gewissen, weil er den Halunken ein Zeichen gab. Nein. Er floh, weil ihn einer der Angreifer erkannte und er fürchtete, dass der zurückkommen und ihn töten würde. Alles nur Ausreden. Das würde der Angreifer nicht wagen. Aber sie kehrten am selben Tag zurück. Wäre er nicht geflohen, hätten sie ihn und alle anderen getötet. Wieso hätten sie das tun sollen? Wieso nicht? Sie hatten bereits einige ermordet. Wieso nicht ein paar mehr? Und ich soll ihn jetzt wieder aufnehmen? Was, wenn sie wegen ihm zurückkommen und dabei eine meiner Töchter töten? Die zwei Halunken, die ihn verfolgten, sind tot. Und die anderen haben keinen Grund zurückzukehren. Und was, wenn doch? Ich nehme ihn nicht zurück. Ich bringe ihm ungern schlechte Kunde. Die Sache ist erledigt. Einigen wir uns, komm. Ich verstehe deine Bedenken. Bitte doch Herrn Hanusch darum, hier eine Wache zu postieren. Ein paar Stallburschen mögen die Banditen angreifen. Einen bewaffneten Mann kaum. Mir wäre sehr viel wohler, wenn jemand ein paar Tage Wache halten würde. Dafür kann gesorgt werden. Herr Bernhard hat sicher nichts dagegen. Nun gut. Rotschopf darf zurückkommen. Na bitte. Haben wir das auch noch geregelt. Aber jetzt müssen wir mit dem Hauptmann quatschen. Sieh an, wer uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Ich suchte nach dem Jungen und... Und hast niemandem davon erzählt?
Ich musste der Spur folgen, solange sie heiß war. Und was, wenn die Banditen dir den Garaus gemacht hätten? Wir hätten dich nie gefunden, da du keinem erzählt hast, wo du warst. Wie hätte ich das Herrn Ratzig erklären sollen, hm? Ich weiß es nicht, Herr. Er verschwand ohne ein Sterbenswörtchen. Es kam mir nicht in den Sinn, dass er unbedingt sterben wollte. Schweig! Halt dein ignorantes Mundwerk, wenn ich dich mit der Weisheit eines Veteranen betraue. Du wirst tun, was ich sage. Nur reden, wenn ich es erlaube, und aufhören, nach Lust und Laune umherzuwandern. Ich würde ja deinen Arsch zurück zur Burg schleifen, um dich loszuwerden. Aber du bist ein verdammter Bauer, der nichts vom Kriegshandwerk versteht. Und ich soll einen Krieger aus dir machen. Und damit bin ich noch nicht fertig. Gnade dir Gott, wenn du so etwas nochmal machst. Mit Glück wirst du nur ausgepeitscht und landest am Pranger. Wenn es nach mir ginge, würde man dich als Deserteur hängen. Ich hoffe, das ist nun ein für alle Mal geklärt. Ja, ja. Und jetzt lass hören, was du zu berichten hast. Der Hauptmann ist aber nicht gut zu sprechen auf uns. Ich habe von Rotschopf erfahren, was geschehen ist. Dann raus damit! Rotschopf floh, weil er einen der Banditen erkannte und fürchtete, dass sie zurückkommen, um ihn zu töten. Nun, er hatte recht. Sie haben nach ihm gefragt. Wen hat er erkannt? Seinen Namen wusste er nicht. Einen hinkenden Kerl aus Uschitze. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in Uschitze umhören. Wir haben hier genug zu tun. Herr Ratzig wird dir mehr dazu sagen. Er will dich sehen. Also los, wenn du noch nicht bei ihm warst. Hey, jetzt wieder so. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidige? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut. Ist das nicht etwas... Komm, wir feilschen hier nochmal schnell ein paar Erfahrungspunkte. Nur ein wenig mehr. Einverstanden. Na bitte. Sehr gut. Stufe erreicht für Verteidigung. Kriegen wir da auch noch was? Offensiv? Schwert. Ich wäre gern. Selbstverständlich. Anfänger? Ich möchte die Grundlagen fest. Gut. Reichen. Ist das nicht etwas viel? Das machen wir auch nochmal. 55. Sind wir uns einig? Komm schon. Ein bisschen. Einverstanden. Na bitte. Was verbessert Schwert? Sehr gut. Können wir auch schon Stufe 5 Schwert vielleicht machen? Mal gucken. Ich wäre gerne. Selbstverständlich. Ich möchte... Bist du nicht zu... Naja, okay, können wir noch nicht. Alles klar. Ich denke darüber nach. Ja, dann würde ich sagen, haben wir wieder eine ganze Menge geschafft. Wir könnten jetzt erstmal Rotschopf Bescheid sagen, dass er zurückkommen darf. Herr Ratzig ist ja sogar auch hier, sehe ich gerade. Aber mit dem werden wir dann in der nächsten Episode sprechen, meine lieben Märchenfreunde. Es war mir wieder ein Genuss, dass ihr euch das Ganze angesehen habt. Und dann freue ich mich schon darauf, euch in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Und dann werden wir sehen, ob wir dann vielleicht in Uschitze unser Unwesen treiben können und dort dann vielleicht die Banditen weiter auftreiben können. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen granatenstarken Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.